Hallo, meine Lieben, ich bin's wieder, die Königin der Kirche. Ich begrüße euch wieder ganz herzlich auf meinem Kanal. Lasst uns mal reinschauen, was die kommende Woche so für uns bereithalten könnte. Lieber Gott, wer darf hier heute angesprochen werden? Für meine lieben Zuschauer, für meine lieben Abonnenten, bitte gebt mir Botschaften. Was darf ich heute Schönes erzählen? Was könnte hier für die kommende Woche wichtig sein? Das heißt, was lautet oder wie, was lautet, ne? Wie lautet hier das Hauptthema für kommende Woche? Wie lautet der Rat, was solltest du nicht tun und wem das Mischen jetzt zu lange dauert, der spult einfach bitte vor. Und wer nicht genug von mir kriegen kann, der bleibt jetzt einfach bitte dran. Wie lautet der Rat, was solltest du stattdessen tun? Und was wäre hier der mögliche Ausgang? Und ich kläre das jetzt auch gleich für dich auf und zeige dir natürlich auch noch die Karten in die Kamera rein. So, lasst uns mal reinschauen. Einmal auf das Hauptthema bitte. Bitte einmal auf den Rat, was du nicht tun solltest. Und bitte auf den Rat, was du stattdessen tun solltest. Das ist spannend, aber wow. Und auf den möglichen Ausgang. Ich möchte, dass ihr das seht, ne? Dass ich die Karten hier mische. Und ich gehe dann einfach mal weiterhin ganz tief rein. Ich sehe unterm Kartendeck sehe ich eine bestimmte Person. Das ist eine Person, die sehr feinfühlig ist, sehr medial ist, sehr verträumt auch sein kann. Aber guckt mal, wie die da steht. Ne? Das ist schon ein Schmuckstück hier. Und das kannst jetzt einfach mal nur du sein, wo es um dich geht. Ja? Dass ich dir gleich von vornherein sagen kann, egal was jetzt hier in dieser Legung kommen soll, dass du toll bist, so wie du bist. Okay? Denn es wird wichtig für dich sein, denn als Hauptthema haben wir hier für kommende Woche das Thema Eifersucht. Jemand könnte sich in einem bestimmten Mangel hier fühlen. Das heißt, es kann sein, dass du vielleicht auch für dich wirklich glücklich bist, gerade dort, wo du bist, weil ich habe auch unterm Kartendeck hier die Fröhlichkeit zusammen mit einer empathischen Frau. Also eine empathische Frau, ein empathischer Mann vielleicht auch, der oder die du hier bist, wo es dir an sich ja gut geht. Ja, also ich habe es jetzt nicht wirklich so, dass es dir jetzt zwingend schlecht gehen muss. Aber Hauptthema ist kommende Woche, dass jemand sich im Mangel fühlt, weil du dich vielleicht persönlich gut fühlst, weil du glücklich bist, weil du vielleicht hier mit einem bestimmten Typen, mit einer bestimmten Kirsche anbandeln könntest. Wo es, ja, weiß ich nicht. Es könnte natürlich auch sein, dass jemand sich Gedanken darüber macht, ob du hier noch jemand anderes hast und du wirst jetzt in nächster Zeit damit konfrontiert. Ist da hier noch jemand irgendwie an deiner Seite? Oder bist du hier glücklich mit diesen Typen, mit dieser Kirsche? Oder es kann natürlich auch dich betreffen, dass du eben selbst in ein Gefühl des Mangels irgendwo kommst, obwohl du ja grundsätzlich glücklich und zufrieden bist und wirklich ein ganz toller Mensch hier. Und da kommt ein Gefühl des Mangels irgendwie auf. Und das hat etwas damit zu tun, dass man hier vielleicht auch keinen Ausgleich schafft, dass das eben hier in eine langfristige Verbindung geht. Ja, weil wir haben die 6 der Münzen als Geben und Nehmen und die 7 der Münzen mit ein bisschen Geduld und Warterei wird das hier schon alles gut werden. Ja? Hauptthema nochmal als Zusammenfassung. Es kann tatsächlich sein, dass du wirklich gerade in einer Position bist, wo du mit einem Menschen zusammenkommen wirst, ja, und wo es wirklich danach aussieht, als wäre das was Festes, was Solides. Und jemand könnte eifersüchtig werden, weil es dir plötzlich gut geht. Ja, hier kommt das Thema Eifersucht, das Thema Mangel kommt hier irgendwie hoch.
Oder du bist es eben selbst, dass du dich irgendwie im Mangel fühlst, weil hier etwas scheinbar nicht weitergeht. Und das ist hier wirklich, ich sag mal, das, was hier jetzt ausschlaggebend ist, wo wir darauf schauen. Und da möchte ich mit dir schauen, wie lautet der Rat, was solltest du nicht tun? Wir haben hier einmal die Armut und wir haben den Ritter der Stäbe zusammen mit den sieben der Kelche. Also, wenn du in einer Position bist, wo du eben sagst, hey, ich habe mich jetzt gerade frisch getrennt, ich habe da aber jemanden kennengelernt, mit ihm, mit ihr fühle ich mich mega wohl. Dann lautet hier der Rat, was solltest du nicht tun? Ich sehe hier eher etwas von, dass man sich nicht im Mangel fühlen soll weiterhin und dass man sich irgendwie nicht mehr auf Illusionen oder Spielchen einlassen sollte. Das ist so der Rat. Also das ist auch das, was ich mitbekomme, dass du für dich merkst, du sollst nicht das Gefühl haben, du sollst dich halt absolut nicht im Mangel fühlen. Das kriege ich immer mehr rein. Was sollst du nicht, du sollst dich, falls du wirklich abgeblitzt bist von einem bestimmten Menschen, ja, dann sollst du dich nicht im Mangel fühlen und du sollst auch nicht in diesem Mangelbewusstsein bleiben, dass du hier nur für das eine gut bist. Es könnte sein, dass du kommende Woche erfährst, dass hier jemand mit jemand anderes mitgeht. Dieses Szenario gibt es auch. Und hier heißt es, fühle dich aber deswegen bloß nicht hier irgendwie im Mangel, weil an sich habe ich dich hier als hier sexy Hexi, auch allen Grund, fröhlich zu sein, ja. Und hier knallt es aber irgendwie rein. Also entweder hat hier Sexy Hexy irgendwo jemanden, mit dem man mitgeht und jemand steht hier alleine da. Das kann sein, dass du das bist, dass du mit jemandem mitgehst und jemand steht alleine da und jemand kann das hier absolut nicht verknusen. Dann heißt es aber auch, dass es gut so ist, dass du mit jemand anderes hier mitgehst oder dich für jemand Neues hier sogar öffnest, weil der Rat lautet hier, was solltest du nicht tun? Du solltest dich nicht unter deinen eigenen Wert verkaufen. Es könnte sein, dass jemand eifersüchtig ist, weil du jetzt oder jemand einfach sich im Kopf zusammenspinnt, dass du jetzt einen anderen Typen hast, eine andere Kirsche hast oder dich gegen jemanden entschieden hast und da spinnt sich hier jemand echt was zusammen hier. Aber es ist eben einfach auch so, egal was hier passiert, verkauf dich nicht unter Wert. Wie lautet der Rat? Was solltest du stattdessen tun? Wow, und da haben wir krasse Gedanken hier. Wir haben einmal die Gedanken, wir haben die 10 der Schwerter. Wir haben die 10 der Stäbe und wir haben den Ritter der Schwerter. Und es heißt, du sollst dir wirklich Gedanken darüber machen, wie du deinen eigenen Standpunkt behauptest. Das heißt, dass du vielleicht wirklich jemanden ein schmerzliches, also wirklich ein Ende, dass du ein Ende erzwingst mit einem Menschen, der sich nächste Woche im Mangel fühlt, weil du merkst, es ist eine Situation mit ihm, mit ihr, die sehr herausfordernd ist und die dich sehr auch schwächt hier. Und hier geht es eben auch darum, mit offenem Visier das Ganze hier vielleicht auch klarzustellen. Und du könntest dir Gedanken auch darüber machen, wie diese Person selbst zu dir war. Und das ist hier der Rat. Du sollst nochmal reflektieren, warum du jetzt vielleicht offener sein wirst für einen gänzlich neuen Menschen in deinem Leben. So kriege ich das hier auch rein. Ja, dass du dich gänzlich öffnest für etwas Neues. Oder irgendwie kommt hier nochmal was. Irgendjemand Drittes kommt hier irgendwie.
Und du sollst dich nicht unter Wert verkaufen. Es ist so, als ob du für dich persönlich eine bestimmte Entscheidung triffst, dass du wirklich sagst, ich fokussiere mich auf einen komplett neuen Partner oder ich fokussiere mich jetzt auf jemanden, wo ich merke, er oder sie tut mir hier wirklich gut. Aber nochmal zurück, worüber solltest du dir hier Gedanken machen? Falls hier dich jemand nochmal erobern möchte, was ja für dich letztendlich doch nur Illusionen waren, solltest du nochmal reflektieren, ob du selbst der oder diejenige bist, die hier genau diese Verbindung hier wirklich beendet oder was du für schmerzliche Erfahrungen gemacht hast, wie überfordernd das für dich war. Also es kann sein, dass das tatsächlich in Wahrheit ja doch eine Person ist, die sich jetzt vielleicht im Mangel fühlt, die aber auch sehr aufdringlich dir gegenüber war. Es ist so, als hätte man teilweise irgendwie versucht, etwas zu erzwingen in deine Richtung. Und man könnte auch erzwingen wollen, dass du dich weiterhin unter Wert verkaufst. Und es geht darum, was hat er oder also wirklich zu reflektieren von einer bestimmten Person, wo du das Gefühl hast, ich fühle mich nicht genügend gewertschätzt. Hier kommst du kommende Woche in Konfrontation mit einer Verbindung, mit einer Person, wo du das Gefühl hast, von diesen Menschen fühle ich mich nicht genug gewertschätzt. Der mögliche Ausgang ist hier einmal eine Reise, der Bube der Schwerter und die Sieben der Schwerter. Und der Ausgang ist einfach hier, dass du dich von einem Menschen kommende Woche abwenden wirst, wo du das Gefühl hast, ich bin hier nur in einer Krise gefangen, mit einem Menschen, der sich ja doch nur davonschleicht, wenn es darauf ankommt, die Verantwortung zu übernehmen. Das ist das, was ich reinbekomme, meine liebe Königin, mein lieber König. Also das heißt, du hast allen Grund, fröhlich und glücklich zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass vielleicht spätestens kommende Woche hier jemand ist, mit dem du gerne weiterziehen möchtest, weil du das Gefühl hast, es ist hier wirklich auf Augenhöhe, ne? Es ist schön. Oder du kommst kommende Woche in Kontakt mit jemandem, wo du eben wirklich das Gefühl hast, hey, es ist wirklich auf Augenhöhe hier. Ich habe das Gefühl, ja, vielleicht wirklich noch gewisse Zweifel und Ängste, dass da noch irgendwie was hinterherkommen könnte, aber dem ist nicht so, ja. Das heißt, jemand könnte sich gegen dich entscheiden und irgendwo kommst du in die Akzeptanz, aber du merkst eben auch für dich, es ist ja auch für dich selbst auch einfach nur fair, wenn du dich weiter begibst, vielleicht mit einer bestimmten Person, die schon irgendwo da bei dir ja doch in der Nähe ist oder eine komplett neue Person. Und das könnte hier jemanden stinken, weil du dich irgendwie rar, ich sag mal wirklich rar machst für eine Eroberungssituation, die wirklich gefühlt auf eine Illusion hinausführt oder eben auf einer Illusion basiert. Ja. Und das heißt, der Rat ist der, dass du tatsächlich vielleicht noch mal zurückgeworfen werden könntest und nachdenken könntest, Scheiße, sollte ich mich vielleicht nicht doch noch mal von ihm oder ihr hier erobern lassen? Ist es vielleicht doch zu früh, dass ich mich jetzt noch mal auf jemand gänzlich Neues einlasse? Aber du denkst wirklich kommende Woche darüber nach, Scheiße, wie sehr hat mich das hier verletzt? Scheiße, wie sehr war ich hier herausgefordert und überfordert? Und was hat er oder sie mir überhaupt hier immer an den Kopf geknallt, wie ich hier zu ticken haben soll, vielleicht auch. Ja. Gleichzeitig ist der Rat aber auch, dass du vielleicht kommende Woche genau diese Gedanken offenkund tun solltest. Ja, weil mit den Ritter der Schwerter ist eine Sache von einer
Wahrheit ohne Rücksicht auf Verluste. Es könnte sein, dass du hier jemanden mal so richtig die Meinung geigst, dass das so in der Form einfach auch nicht mehr stattfindet, so wie man dich behandelt hat. Und ich sehe irgendwie hier eine Reise mit einer Situation, eine Reise mit einer Krise, wo man immer wieder keine Verantwortung übernehmen möchte. Und da möchte ich jetzt einfach mal weiterschauen. Und da haben wir Your Hard Work is Paying Off. Wir haben den New Moon in Capricorn, Steinbock. Deine harte Arbeit wird sich hier auszahlen. Ja. Irgendwie strengst du dich an, vielleicht dich auch selbst zu beherrschen oder vielleicht hast du dich auch sehr angestrengt, was eine bestimmte Person hier betrifft. Capricorn, ne? Das ist ja der Steinbock. Das heißt, du bist durch eine Verbindung vielleicht mit jemandem gegangen, wo es von Anfang an schon schwer war, hier überhaupt etwas Tolles vielleicht auch zu kreieren. Sage ich mal so. Es war mega schwer. Es ist eine saturnische Energie. Es ist aber auch so, wenn die saturnische Energie im Spiel ist, ist es ja doch meist nicht nur eine belanglose Affäre hier, sondern etwas, worauf wirklich eine bestimmte Basis hier entsteht. Aber das ist hier alles noch in der Mache, was es hier mit einem dritten Typen oder mit einer dritten Kirsche vielleicht auf sich hat oder eben dein noch König, deine noch Königin, wer auch immer. Ich habe und kann dir nur sagen, du hast dir Mühe gegeben, eine Verbindung zu bewältigen, mit jemandem wirklich klarzukommen, zurechtzukommen. Aber im Endeffekt ist und bleibt es hier scheinbar eine Reise, wo man in einer Krise steckt oder nur in einer Krise stecken würde, weil sich jemand der Verantwortung entzieht oder weil es ja doch immer wieder zu einer Niederlage führt. Ja? Und hier wird sich aber etwas auszahlen für dich und es könnte auch rein das Karma sein kommende Woche dafür, dass du dich mega angestrengt hast. In einer Verbindung, die ja doch eher auf Illusionen basiert. In einer Eroberungssituation, wo du wusstest, ich sollte die rosarote Brille abnehmen. Hast du doch viel gegeben und viel getan. Und das soll sich jetzt auszahlen, vielleicht in Form von, dass hier jemand aber mal so richtig eifersüchtig ist und sich mal so richtig im Mangel fühlt, weil man jetzt erkennt oder spürt, du entgleitest hier jemanden. Du richtest den Fokus auf etwas anderes. So nehme ich das auch wahr. Und jetzt möchte ich hier mal weiterschauen. Die wollte fallen, die sind zu viel. Wow, wir haben die Transformation, die Dinge ändern sich auf zellularer Ebene, eine tiefgreifende Heilung wird hier kommende Woche bei dir wirklich stattfinden. Irgendwie wirst du hier etwas begreifen, was hier eine Verbindung auch einfach betrifft. Hier kommt die Möglichkeit einer tiefgreifenden Heilung, in Form von vielleicht wirklich eines Geschenks, dass du dir lange Zeit gedacht hast, wo bleibt das Karma? Dafür, dass ich mir hier so den Arsch aufgerissen habe. Du kommst auf die Idee, dass du dich nicht mehr unter Wert verkaufst. Du kommst auf die Idee, dass du dich selbst von einer Verbindung mehr und mehr distanzieren solltest. Du kommst vielleicht auch auf die Idee, dass du hier jemanden klare Grenzen noch einmal aufzeigst, dass das, was ihr hattet, jetzt wirklich vorbei ist. Und gleichzeitig bringt dich das aber auch in einen Weg der Heilung, Transformation, Veränderung. Eine Verbindung verändert sich, für die man viel getan hat und für die man viel geopfert hat. Das heißt, Karma kommt. Jemand merkt, dass du glücklich bist, ohne ihn, ohne sie. Da wollten zwei Karten fallen. Wir haben dein Körper ist dein Tempel und wir haben die Ablenkungen.
Du wirst kommende Woche auch immer mehr wieder auf deine gesundheitlichen Belange achten, auf deinen Körper. Und du merkst aber auch, dass dich die Situation vielleicht auch psychisch sehr geschwächt hat. Du könntest du könntest halt nervlich bedingt halt auch irgendwo schwach sein, was das betrifft. Du richtest dich auf die wichtigen Dinge aus und bleibst wirklich fokussiert. Du bleibst jetzt fokussiert auf das, was du für dich persönlich wirklich möchtest und auf das, was du nicht mehr möchtest. Du veränderst das. Du lässt es nicht mehr zu, dass jemand hier gefühlt dir das Gefühl gibt, du bist unterm Wert. Du bist es nicht wert, dass ich mich für dich entscheide. Du bist es nur wert, dass ich bis zu einem gewissen Punkt dir das gebe und dann wieder gehe. Und das erkennst du und du triffst eine Entscheidung für dich. Und wie gesagt, es könnte sein, dass du hier jemanden klar und deutlich das auch sagst, wie der Hase jetzt langkoppeln soll. Du wirst liebevoll auf deinen Körper achten und du ehrst, ich weiß nicht, du ehrst dich auch selbst, ne? Also es ist so, dass du hier niemanden mehr brauchst, der dir sagt, boah, du bist so wundervoll, du bist so wunderschön, sondern das gibst du dir hier selbst. Transformation ist auf Ablenkung, du fokussierst, wie gesagt, dich jetzt wieder mehr auf wichtige Dinge im Leben, vielleicht auf einen bestimmten neuen Typen, auf eine bestimmte neue Kirsche oder eben, falls du in einer Affäre gesteckt hast, wieder auf deinen Noch-Partner, auf deine Noch-Partnerin, weil du eben für dich erkannt hast, ja, er oder sie liebt mich eben wirklich, ich war hier gefühlt in einer Krise und jetzt möchte ich das Ganze irgendwo wieder gut machen und auch glücklich werden, ja. Ja, und jemand anderes. Ich gucke mal auf die dritte Person, falls euch das jetzt noch interessiert. Auf die dritte Person. Gib mir davon mal bitte noch zwei Karten. Auf die dritte Person, die sich hier immer wieder wegschleicht. Ja, das könnte eine Person aus der Vergangenheit sein, definitiv. Ja. Und das ist auch ein Mensch, er oder sie hat sich den eigenen Käfig um sich selbst gebaut. Also du hast Schwierigkeiten, da wirklich an ihn ranzukommen, beziehungsweise an sie. Ja, hier ist wirklich eine Thematik von, komm mir bloß nicht zu nah, ich öffne mein Herz nicht für dich. Und da könntest du hier wirklich lange Zeit auch drunter gelitten haben. Oder das Thema ploppt einfach nochmal auf. Die Sechs der Kelche ist ja dennoch eine Karte, dass hier jemand zu Hilfe kommen möchte. Was eben die Liebe an sich betrifft, ne? Ich habe das Gefühl, dieser Mensch wird sich heilen, nachdem er oder sie hier spürt, dass man an dich nicht mehr rankommen wird. Die Vergangenheit hat bei ihm hier wirklich, man hat sich eine Mauer gebaut aus Gründen der Vergangenheit, wo es vielleicht auch um die erste große Liebe hier ging. Es kann natürlich auch sein, dass du genau die Person bist, die das bei ihm oder ihr hier auch heilt, dass man so mit den Menschen vielleicht auch nicht umgehen sollte. Ja. Was habe ich zu dieser neuen Person, an die du hier anbandeln könntest? Ja, da habe ich definitiv einen Flirt und eine Verspieltheit hier. Teilweise, weißt du, es könnte wirklich sein, du gehst hier einen neuen Flirt irgendwie ein, bist vollkommen in deiner Leichtigkeit und auch offen dafür. Und auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass hier jemand diese romantischen Gefühle mit dir zurückgewinnen möchte. Jemand, oh, das ist krass. Also du kannst es dir kommende Woche aussuchen, mit wem du hier wirklich mitgehen möchtest. Und jemand könnte mehr Angst bekommen, dass man dich jetzt hier wirklich irgendwo verliert. Und man möchte genau diese Gefühle aber wieder bei dir zurückerobern, ne? Wie gesagt, du hast ja viel getan.
dafür, dass eine Verbindung läuft, die ja scheinbar zum Scheitern verurteilt ist. Aber ich wiederhole es nochmal, irgendwie kommt jetzt dein Karma und auch sein ihr Karma, dass man merkt, oh, ich könnte jetzt wirklich hier keine Chance mehr bei dir haben, weil du hier einen neuen Flirt hast, vielleicht auch. Ne? Jetzt mal nur persönlich nochmal auf dich bezogen. Persönlich auf dich habe ich die 10 des Wassers und ich habe den König des Feuers. Also ich habe definitiv einen Typen, eine Kirsche hier drin, der oder die fokussiert dich hier mega. Und da geht es auch darum, dass man hier wirklich deine emotionalen und deine materiellen, sage ich jetzt mal, Bedürfnisse wirklich erfüllen möchte. Ich habe hier einen König für dich drin, der sehr motivierend ist, sehr idealistisch, sehr ambitioniert, sehr charismatisch, der oder die dir aber die Liebe geben möchte, die du hier brauchst. Und es kann tatsächlich noch mal sein, dass du aus diesem Flirt, wo du dir denkst, gut, okay, ich ruder dann mal zurück oder gehe dann mal zu jemand anderes, dass wirklich plötzlich jemand merkt, Scheiße, habe ich dich hier verloren. Ja, du veränderst dich. Man merkt das auch, ne? Das Band ist nicht mehr so eng. Und dann kann es letztendlich wirklich sein, dass genau dieser König, diese Königin kommende Woche sich mega im Mangel fühlt, Angst hat, dich zu verlieren, sich tatsächlich auch vielleicht auch heilt, weil man selbst merkt, Scheiße, ich hätte dir mal mehr sagen sollen, was du für mich empfindest, weil du bist ja hier in der Ablenkung. Du bist ja voll fokussiert auf dich, ne? Und du achtest ja jetzt hier total liebevoll auf dich selbst, ne? 3 plus 4 ist 7 steht auch für die Zeit der Transformation. Du veränderst das hier alles, dich selbst. Klare Entscheidungen triffst du für dich. Und hier ist es aber so, dass man mit dir tatsächlich eine vertrauensvolle Verbindung aufbauen möchte. Das wird zumindest kommende Woche hier jemanden auf einmal klar. Also es wird mega spannend kommende Woche hier. Ob das jetzt nun dieser König ist, der oder die sich im Mangel fühlt, oder du eben hier mit einem König, einer Königin hier zusammenfindest, wo du wirklich weißt, ey, das passt wie Arsch auf Eimer, da bleibe ich jetzt auch, ne? Guck mal, romantische Liebe, Amorsfeier hat getroffen. Also jemand wird kommende Woche erkennen, dass es mehr ist zwischen euch. Genau aus diesem Szenario heraus. Das ist echt spannend, ne? Das Glück, luck is on your side, ne? Das Glück ist an deiner Seite. Also du erhältst kommende Woche das Karma, was du verdient hast. Nicht schlecht, Herr Specht. Meine Lieben, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonnieren würdet. Aktiviert die Glocke daneben, so verpasst ihr keines meiner Videos mehr. Ich wünsche euch einen wundervollen Wochenstart. Ich hab euch lieb. Ciao.